So bejubelten die Algerier am 5. Juli 1962 ihre Unabhängigkeit. Nach 8 Jahren blutigen Kampfes. Eines Kampfes, der in Frankreich bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts nicht Algerienkrieg genannt werden durfte. In französischen Schulbüchern waren noch Jahrzehnte verharmlosend von den Ereignissen in Algerien die Rede. Die Ereignisse, das waren brutale Säuberungsaktionen in Dörfern, wo Befreiungskämpfer vermutet wurden. Das waren Folter und Massaker. Der französische Historiker Benjamin Stora nennt es einen der blutigsten Befreiungskriege in der Zeit der Entkolonialisierung. Dieser kostete Hunderttausende Algerier das Leben und rund 1 Million in Algerien lebende Franzosen ihre Heimat. Wegen des Krieges, der nicht Krieg genannt werden durfte, wurde in Frankreich wieder die Wehrpflicht eingeführt. Zu Beginn standen 450.000 französische Soldaten rund 25.000 bewaffneten Unabhängigkeitskämpfern gegenüber. Präsident de Gaulle meinte noch 1958, das Problem mit militärischer Übermacht lösen zu können. 3 Jahre später musste er seine Position korrigieren, obwohl andersdenkende Offiziere gegen den Präsidenten putschten und 1960 in Algier selbst mit Barrikaden gekämpft wurde. Zu den Verlierern dieser algerischen Unabhängigkeit gehören die sogenannten Pieds Noirs. Knapp 1 Million französische Siedler, die seit Generationen in Algerien lebten. Ihnen musste Frankreich quasi über Nacht eine neue Heimat bieten.